Hallo zusammen, willkommen zurück bei The Infected. Lasst uns heute mal weiterbauen. Es gibt noch einiges zu bauen, was wir noch uns anschauen wollten. So, erstmal geht es hier weiter mit einem Bärenangriff. So, abgewehrt. Und den werden wir jetzt gleich zu Hack verarbeiten. Das heißt, wir werden heute einen Topf kochen. Wir werden Konserven eindosen und wir werden einige Zaunsfelder auf Stein upgraden. Das ist der Plan heute, das möchte ich euch gerne zeigen. Und hier haben wir nämlich schon das erste, unseren Mixer. Unser Betonmischer, der verarbeitet Sand und Lehm zu Beton bzw. zu Zement. Ich zeige euch auch gleich mal. Und obwohl, brauche ich euch ja gar nicht zeigen. Ihr seht, das dauert circa 4 Minuten, eine Mixtur. Und den Sand, falls ihr das noch nicht wisst, den tun wir aus zwei Steinen herstellen. Das können wir direkt in unserem Inventar machen. Ziehen wir jetzt die Steine hier drauf und können dann Sand herstellen. Den Lehm, den gibt es seit dem zweiten oder dritten Update, sind hier Lehmbrocken zu finden, können wir einfach abernten und da finden wir halt den Lehm. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir es fertig. 10 Zement kommen raus. Wir müssen jetzt einmal Sand hinein, einmal Lehm hinein und auf Mixen klicken. Dauert 3 Minuten eine Tour und verbraucht, können wir auch hier schauen, verbraucht 40 Energie. Das heißt, unsere Anlage erzeugt 100. Unsere Batterie ist voll. Wir könnten auch unseren Ölextraktor in der Zwischenzeit wieder laufen lassen. Gut, jetzt haben wir natürlich Zement hergestellt. Wir brauchen noch den Upgrade-Hammer. Zeige ich euch gleich mal. Und zwar diesen hier, das Upgrade-Tool. Auch einen Stick und einen Eisenbahn. Zum Herstellen. So, da haben wir ihn. Und jetzt gehen wir einfach mal. Wartet mal, ich sehe gerade, mein Leben ist okay noch. Jetzt gehen wir zum Beispiel mal hier an den Zaun ran. Da wird uns eingeblendet, wir brauchen zum Upgraden 12 Zement. Das ist natürlich ganz schön heftig, aber der Zaun wird halt oft angegriffen. Würde ich auch als Priorität bei mir setzen, erstmal den Zaun hier upgraden. So, da waren nämlich der Zement schon alle. Ein bisschen haben wir noch in der Kiste drin. Ja, ist halt eine langwierige Angelegenheit, das Zement herstellen. Der Mischer ist jetzt auch nicht gerade billig. Dieses Geländer würde ich jetzt auch noch upgraden. Denn das wurde mir echt schon oft zerstört. Es gibt ja auch jetzt diese Horten, die kommen. Es gab jetzt in den letzten... da hinten läuft schon wieder so ein Kollege. 2, 3 Tagen. So, Zement ist schon wieder alle. Ein kleines Update, was nochmal die Orten beeinflusst. Welche zum Start des Spiels erst ab dem 10. Tag überhaupt... Oder die erscheinen erst ab dem 10. Tag. Und jeder Angriff wird einer mehr bis maximal 15... Vampis können dann ankommen. Gut, das hat man erledigt. Ja, ihr seht, das kostet Zeit, aber mal schauen. Ich mache das halt gerne, ich nehme die Zeit. Und Projekt 2 war heute Kochen. Wir wollten kochen. Dazu hatte ich jetzt hier mal einen Ofen gebaut. Hier haben wir noch einen Kühlschrank, der ist noch in Arbeit, der braucht noch 25 Eisenbahnen und da bin ich noch weit entfernt. Ich habe die jetzt wirklich erstmal alle für den Mixer, für den Ofen aufgebraucht. Gut, wir brauchen erstmal Pfannen. Wir brauchen erstmal Pfannen. Ich glaube, aus 2 Eisenbahnen kommt eine Pfanne. Und aus 3 Eisenbahnen
die Schüssel oder der Topf. Okay, jetzt haben wir die gebaut. Ich habe das selber noch nicht gemacht, muss erstmal schauen. Jetzt müssten wir die ja hier draufstellen können. Das funktioniert. So, jetzt haben wir die draufgestellt. Jetzt bräuchten wir noch einen Fisch. Da werden wir gleich mal losmachen. So, Wempi, der ist weg. Wir holen jetzt mal frischen Fisch. Dann können wir uns nämlich den Eintopf köcheln. Ist gerade, wenn man jetzt länger unterwegs ist, ist so ein Eintopf ein richtig guter Energiespender. Naja, der war wohl zu klein, okay. Müssen wir nochmal schauen nach einem größeren. Der Entwickler hatte jetzt auch geschrieben, hier haben wir einen Thunfisch, hä? Forelle. Der hatte jetzt auch geschrieben, dass er die Fische, wenn man weiter weg von den Gewässern ist, despawnen will, wenn ich das richtig verstanden hatte. Dass es halt nicht zu Rucklern und zu Spielbeeinträchtigung kommt. So, eine Forelle. Sehr schön. So, unser Mixer ist wieder fertig. Ja, da muss man halt immer dranbleiben und halt immer, wenn man was macht, mal zurückkommt, einfach mal wieder hier neu rein. Mixen. Gut, kleiner Tipp noch. Ihr hattet auch gesagt. Oh, hat er mich durch den Zaun erwischt. Kleiner Tipp noch. Was wollte ich sagen? Ach so. Bei dem Ölextraktor. Also die Solarzellen, man hat ja zum Anfang keine Batterie, weil man die noch nicht bauen kann. Baut euch 4 Solarzellen, die produzieren 100, schlaft bis morgens 8 Uhr. Wenn es nicht gerade regnet, bringen die eine Leistung von 100, das reicht zu, um den hier am Laufen zu halten. Und dann dürft ihr auch nicht sterben, dann müsst ihr halt wirklich öfters mal reingucken, die Ken rausnehmen und schauen, dass der halt läuft. Dann bekommt ihr eure 15 Dosen zusammen, dass ihr euch die Batterie bauen könnt. Gut, so, wir wollten jetzt mixen. Das machen wir in der Werkbank. Ich hoffe mal, ich hatte jetzt alle Zutaten bei der Hand. Und zwar brauchen wir für den Eintopf rohes Fleisch, rohen Fisch und eine Kartoffel. So, gleich nochmal. Dann sind nämlich die Kartoffeln alle. Und da zeige ich euch nachher auch gleich noch einen kleinen Trick, wie man die Kartoffeln findet. So, jetzt haben wir den Eintopf. Die Zutaten für den Eintopf. Dann nehmen wir den. Und den auch hier reinpacken. Nein, müssen wir diese Pfanne packen. Und jetzt ist die Frage... Achso, wir brauchen Feuerholz. Wie machen wir an den Herd? Wir brauchen Feuerholz. Feuerholz kann man in Sticks, Borke, Feuerholzscheide. Man kann ja alles, was Holz ist, reinstecken in die Öfen. So, das leuchtet. Unser Topf, der köchelt hier lang hin. Dann hätten wir das erste erledigt. Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben Durst, wir sterben gleich. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist denn hier los? Das können wir rausschmeißen. Diese halbe Melone, ich glaube, die brauchen wir noch. Die würde ich nämlich jetzt noch gar nicht aufessen.
Okay, wir essen dann gleich unseren Eintopf, wenn der fertig ist. Gut, so, Konserven, da können wir uns mal eben hier diese anschauen. Und zwar geht es mir um die Frucht und um den Veggie-Salat. So, diese beiden werden wir jetzt bauen. Wir brauchen dafür eine Dose. Eine Dose. Eine Dose, eine Dose. Hier haben wir die Dose. Da braucht man Aluminiumbahn dafür, um die herzustellen. Und in der Werkbank wird die dann hergestellt. Können wir machen. Aluminium habe ich noch reichlich in meinen Kisten rumliegen. So, stellen wir uns. Komm, machen wir mal 4 Dosen. Die ganz normale Werkbank. Da müssen wir wieder runter. Das ist kein Problem, Aluminium. Das geht auch fix. Das sieht fast fertig aus hier. Epic ab. Ach so, ist noch nicht fertig. Also es geht nicht. Ich kann. Ach so. Wir haben keinen Platz. Darum geht es vielleicht nicht. Entweder ist es nicht fertig oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir es jetzt nicht aufheben. Wir werden erstmal unsere Salate herstellen. Da brauchen wir eine Gurke, Mais, Kartoffel, Melonehälfte und noch einen Melonen. Pass auf, wir holen das mal Kartoffel. So, hier haben wir nämlich die Kartoffeln. Dann brauchen wir noch Mais, haben wir gesagt. Gurke hat mal einstecken und das war's. So, jetzt muss ich selber erstmal schauen, ob man das hier an der Werkbank machen. Ich glaube aber schon. So, Gurke, Kartoffel, genau, Veggie-Salat hergestellt. Dann machen wir gleich noch einen. Und dann wollten wir noch den Fruchtsalat herstellen. Da brauchen wir, wartet mal eben, eine Melonenhälfte und hier so ein Stückchen. Wir brauchen also bloß noch eine Melone. So, halbe Melone, halbe Melone, Fruchtsalat. So, wartet mal, die müssten wir ja irgendwie halbieren können. Jetzt muss ich mal schauen, die habe ich wo ganz eingesammelt und die jetzt rauswerfen. So, ernten. Die Dose rüber. Die Hälfte, die Hälfte. So. Dann hätten wir das mit der Nahrung jetzt schon mal erledigt. Jetzt können wir uns Nahrung herstellen. Jetzt haben wir wirklich hier ordentlich was zu futtern. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Also ich drücke ja eh, passiert aber nichts. Wie bekommen wir jetzt unseren fertigen Eintopf aus der Pfanne? Ich hatte versucht, auf die Pfanne zu klicken. Das ist falsch. Wir müssen den Herd anklicken und dann können wir einfach das Gericht aus der Pfanne in unser Inventar ziehen. So einfach geht's und das war's. Und hier können wir 200 was reinfüllen. 0 von 200. Wasser? Vielleicht können wir da Wasser abkochen.
Gut, so, ach, jetzt regnet es gerade. Ich wollte euch nämlich jetzt noch zeigen, wenn ihr es leid seid und zum Beispiel wie ich wenig Kartoffeln findet, wie ihr das macht, dass ihr hier Kartoffeln, Mais, Gurken, Melone, Wassermelone schneller findet. Das habt ihr mir in den Kommentaren geschrieben. Und das würde ich euch natürlich auch mal zeigen. Es ist ja möglich, dies zu machen. Es ist jetzt nicht die feine Art. Aber es ist möglich. So, wir werden jetzt mal eben unsere Dosen essen. Wir brauchen hier Proteine. Wir haben Durst. Jetzt essen wir einfach mal eine Dose Fruchtsalat und noch ein Veggie-Salat. Proteine können wir jetzt leider nicht zu uns nehmen. Da müssen wir erstmal schauen, wie das dann mit dem Eintopf ist. Und zwar, so, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Pflanzen bzw. Gemüse suchen, die Gurkenpflanzen, die erkennen wir ja schnell. Aber zum Beispiel Kartoffeln, die sind wirklich sehr versteckt und sehr selten auf der Karte. Dazu stellt er einfach mal die Einstellungen runter, indem wir den zweiten Regler auf Low setzen. Und damit sind dann alle Bodengräser weg und es bleiben bloß noch Bäume und unsere Obst- und Gemüsepflanzen zu sehen. Und so könnt ihr jetzt zum Beispiel rumrennen und gezielt, zum Beispiel hier hätten wir jetzt noch eine Melone. Können wir auch mitnehmen. Und so kann man jetzt mal gezielt sich Samen für die eigenen Beete zusammensuchen. Also ich habe wirklich immer die Augen aufgehalten nach Kartoffelpflanzen. Es ist mehr wie schwer. So, eine Melone. Wir gucken einfach mal, ob wir eine Kartoffelpflanze jetzt spontan noch finden. Das ist halt nur so ein kleiner grüner Busch, der ist schnell zu übersehen. Und ihr seht ja, wie wenig hier eigentlich zu finden ist. Ist verrückt, oder? Entweder habe ich nur so ein Pech oder diese Gemüse- und Obstpflanzen sind so rar, dass ich die nicht finde. Jetzt wieder eine Melone. Ich sag mal, hätten wir jetzt bestimmt übersehen. Da wollte ich euch jetzt mal so eine Kartoffelpflanze zeigen, dass man überhaupt mal sieht, nach was man suchen muss überhaupt. Jetzt findet man nicht mal eine. Die nächste Melone, aber hier sieht es gut aus. Da hinten haben wir noch einen Bär. Gehen wir ein bisschen weg. Ja, hier haben wir ein schönes flaches Gelände. Ich denke mal hier. Hier werden wir fündig. Guck mal, wir haben noch kein Mais, keine Gurke gefunden bisher, nur Melonen.
Das ist eine Kartoffelpflanze. Guckt euch die mal an. Und jetzt tun wir das mal wieder alles einblenden. Wie schwer die zu finden sind. So, da steht sie. So sieht sie aus und wenn wir jetzt hier von Weitem kommen, die ist echt fast unsichtbar. An die kleinen weißen Blüten erkennt man sie. So, dann nehmen wir sie mit. Ja, da würde ich sagen, das wollte ich euch heute noch zeigen. Ich baue mal an der Basis weiter und mal schauen, wann noch das nächste größere Update kommt. Vielleicht fangen wir noch mal neu an. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, bis später.